Es muss einen klaren Perspektivplan geben. Wir haben als Freie Demokraten einen 7-Stufen-Plan vorgelegt, wo es natürlich darum geht, dass man Gesundheitsschutz und Sicherheit und Freiheiten in eine Balance bringt. Darum geht es am Ende des Tages. Und eigentlich heute wäre der 1. März gewesen. Jens Spahn hat angekündigt, ab heute soll es Schnelltests geben. Was ist passiert? Er wurde zurückgepfiffen, sie gibt es nicht. Das heißt, das Stück Sicherheit, was mehr Freiheiten ermöglicht hätte, wird jetzt wieder vertagt und ich verstehe das nicht, will ich ganz klar sagen. Und man kann auch nicht immer alles auf den Bund schieben. Die meisten Festlegungen im Sinne von Öffnung und Schließung werden ausschließlich auf Landesebene getroffen. Das wird abgestimmt sicher bei den Ministerpräsidentenrunden. Es wird nicht mal im Bundestag entschieden. Es läuft an den Parlamenten vorbei. Aber Sachsen kann eigene Schritte gehen und dass man bis heute keinen Öffnungsplan hat, das kann ich nicht verstehen. Und deshalb verstehe ich den Unmut, der hier herrscht bei den Unternehmen. Und all das, was wir über Hilfen diskutieren und die Schwierigkeiten, die es gibt, mich wundert das nicht. Wir haben ja in Sachsen schon die Erfahrung gehabt, Martin weiß das, damals, wo wir die Flutkatastrophen hatten, dass der Staat nicht hinterherkommt, eben mit solchen vielen Hilfsanträgen umzugehen. Aber Unternehmer ist man ja nicht geworden, weil man von Hilfsanträgen leben will, in staatlichen Unterstützung, sondern man sich seinen Traum verwirklichen will, weil man selbst etwas riskiert, weil man Arbeitsplätze schafft, Steuerzeiten, guten Zeiten. Und ich verstehe nicht, dass jetzt die vielen Unternehmer hier im Regen stehen gelassen werden. So, Thorsten, hallo, Thorsten, danke erstmal auch zu dir. Ich denke, wir sollten jetzt mal hier so. Damit das in den Museen funktioniert, dass wir das überall nutzen und dann können es auch